Gewitter im Kopf, scheiß drauf. Sind Sie ein Triebkälter raus? Es ist funny, das hat Jody mich auch immer gefragt. Hallo, komm rein. Ja? Na? Herzlich willkommen in unserem Hotelzimmer. Aha. Ganz angenehm hier, so mit der Dusche. Also ich kann Jan nackt von der Dusche aus sehen. Und ich Tim umgekehrt auch. Aber das ist auch nice. Ist irgendwie verstörend, dass hier so Glas ist und ich einfach sehen kann, wenn Jan auf Toilette ist. Das ist irgendwie komisch. Ach, Digga, das sieht aus wie, ich schwöre, das sieht einfach American Psycho. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Weeze an der holländischen Grenze. Und zwar, weil wir das Peruka Festival selbst im Jahr 2020 besuchen können. Es ist echt cool, dass wir die Möglichkeit dazu haben. Tourette Festival endet mit Feuerwehreinsatz. Ich bin so gespannt, Mann. Und da verschaffen wir euch mal einen Einblick, wie es mit, vor allem mit Epilepsie, aber auch natürlich auch mit Tourette auf Festivals aussieht. Das Ganze ist natürlich ein bisschen kleiner als normalerweise. Was machst du da? Dein Code rausdrücken. Ist aber eigentlich nett von ihm. Ist wirklich korrekt, dass er ihm beim Scheißen hilft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich cool. Muss gar nicht. Hallo. Das ändere ich. Jan. Trink Seife. Nein, was ist hier los? Ich dachte, wir machen mal kurz eine entspannte Roomtour. Imagine, du musst einfach kacken und du kannst nicht und du rufst einfach jemanden, der dir den Code rausdrückt. Roomtour zu Ende. Tu die Seife weg. Jan. Ich will seine Haare mal sehen. Ich kann dir auch eine Bodylotion einflößen. Hä, was geht hier gerade ab? Ich wollte doch nur ein Intro machen. Auf einmal kommst du mit du so... Du willst dein Intro, du kriegst dein Intro. Ja, aber nicht so... Öffne das Maul. Digga. Hallo. Wenn du meine Uhr kaputt machst, mache ich dein Ei kaputt. Oh, Bro, Alter. Was für ein Ei? Gute Frage, was für ein Ei? Du hast nämlich keine. Jetzt geh weg. Boah, das ist ein sehr, sehr langer Tick. Okay, ich mache das so, ich habe mich geholt. Auf jeden Fall wurden wir netterweise von Peruka Berlin eingeladen, um das Ganze mal auszuchecken, wie das mit dir läuft. Ja, das werden wir vielleicht im Vlog auch gleich noch sehen, wie Jan anfängt zu tanzen. Es sind auf jeden Fall einige andere Leute noch dabei. Ja, geil. Werde ich nicht, es wird sonst nur schlimmer. Ich werde es tun, wenn du schläfst. Du weißt, ich bin krank. Du wirst dort schlafen und ich werde wach sein, wenn du es nicht weißt. Alter, Digga, ich hätte gar keinen Bock mit dem wirklich im Zimmer zu pennen, wa? Ja, was willst du da machen? Dir die Bodylotion einflößen. Warum? Ich hab dir doch gar nichts getan. Da hast du wohl recht. Da hast du wohl recht und er geht einfach. Da steht schon ein Shuttle, was uns gleich rüberfahren wird zu dem Gelände. Was natürlich... Der wartet da, der Arme, und ihr seid da oben mit Bodylotion am Essen. Ich deutlich kleiner ist. Man kann mit dem Fernseher Gitarre spielen. Irgendein Sänger mit Gitarre jetzt hier einblenden. Komm da raus. Nein, das ist den Fernseher da drin. Ja. Das heißt, ich darf es tun. Nein, das darfst du nicht. Das ist nur Samsung, das geht. Ehrlich, dass du den Fernseher bezahlen musst. Deutsche Guitar Hero. Da steht ja deine Adresse drin, nicht meine. Das stimmt leider. Wir werden euch die nächsten zwei Tage einen sehr coolen Einblick in unseren Festivalbesuch gewähren. Okay, wir haben uns gerade... Au! Warum haust du mich? Das Intro ist zu Ende. Digga, ich schwöre, zwei Minuten, seit zwei Minuten. Du das aus. Ja, okay. Bis später. Da vorne ist Simon Will und da ist Marius. Hallo! Wir sind sehr pünktlich. Das stimmt. Bis gleich. Penis. Das war ein böser motorischer Tick. Leute, wir wollten gerade los zum Festival gehen und Jan hat einfach den Feuerwehrschlauch abgerissen. Alter, was hat er gemacht, Digga? Der hat den Feuerlöscher aus der Wand rausgerissen. Bruder! Big Oof in the Chat. Ich nenne den das gleich um. Deutscher Iron Man, Digga. What the fuck, Alter? In der Rezeption auch erzählen, weil das Ding da auch liegt. Du hast die ganze Halterung abgerissen. Bro, der hat einfach Gebäude abgerissen, der Mann. Ja, hier zählt ihn das aber. Nein, 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 nein. Jan, geh weg. Geh weiter. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt. Da ist noch ein Feuerlöscher, Digga, das ist doch nicht geil, Mann. Ganz ehrlich, Alter, also du hast ja zwei Möglichkeiten, wenn du mit dem zusammen in einem Haus wohnst. Entweder, in dem Fall ist es ja Jans Ehemann, du wohnst mit dem und hast mit dem zusammen eine Familie und die Gefahr, dass dein Haus niederbrennt, ist ziemlich hoch, oder jeden Tag geht dieser Typ hin und zündet jeden Feuerlöscher. Muss man wissen, ne? Also ich würde lieber verbrennen, glaube ich. Dann, Leute, wir sehen uns dann gleich da wieder. Simon Will und so sind gerade auch angekommen. Jetzt hör auf damit! Hier.
Ja, geh mal vor. Ich komm dir hinterher. Okay. Ja. Leute, vor uns geht's jetzt fest. Frankie! Einbruch! Jody Mo. Ich wäre eigentlich auch da gewesen, aber ich war halt auf Paluca. Ach, Paluca will, Digga. Lost. Ich war in der Türkei. Ja. Hallo. Jan hat die Kamera übernommen. Digga, Junge, what the fuck. Bro, nimm dir doch aus dem Mund. Was machst du? Der nimmt einfach die Kamera in den Mund. Der arme Sarazade sitzt da vorne. Ich darf das, ich hab einen Schatten. Ich hab einen Schatten, sagt er. Guten Tag, alles gut? Grüß Gott! Die Tickets und die YouTuber habe ich an Bord. Eine, falls ihr mal vielen lieben Dank. Was erhoffen Sie sich von diesem Paruka will? Richtig, naja, naja. Starkes Statement, Mo. Naja. Jan, was stellst du für Erwartungen an dein erstes krasses Paruka will in der Corona-Zeit? Also, ich hab sehr gut. Ein Luftangriff! Oha! Oh je! Alter, wie. Wie nah das ist, ne? Ja, hier vorne ist halt der Flughafen Weze, da war ich auch schon ein paar Mal. Schön, das ist ja eine tolle Story. Das sah echt cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Shoutout nochmal an Bernd an der Stelle, den Veranstalter von Paruka will. Ich bin sehr traurig, dass ich selber nicht da sein konnte. Aber ich habe die ganzen Storys davon und sowas gesehen. Das sah schon echt nice aus, tatsächlich. Schon geil. Und wie ist das mit den Lichtern? Also bisher super, bisher ist nur Feuer zu sehen, sonst sehe ich noch keine Lichter. Was ist denn mit diesem Feuerwehreinsatz, Digga? Was hat der gemacht? Warum ist da unten so ein Typ, der... Der ist ja noch weißer als ich. Ja. Schöne Beauty-Shots, aber... Geil, Jan ist so süß, der hat richtig, richtig, richtig Spaß, ne? Geile EDM, ne? Ja, Digga, Trimax ist auch da gewesen. Dafür feiere ich mich gerade, dass ich das gesagt habe. Oh, Junge. Romatra auch am Start. Digga, wenn man Revi auf Wish bestellt, Digga, also ganz, 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 ganz schlimm die Frisur Tim. Digga, also, eieiei. Wobei, sieht eigentlich schon gut aus. Waren da auch gute Frauen, ja? Da, Trimax, Alter, man kennt ihn. Vom Arsch her kommt's wirklich hin, ne? Was ist jetzt los? Digga, epischer Schnitt, Bro. Hast du auf den Feueralarm gedrückt? Nein, Digga, nein, 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 Bro, nein! Jan? Oh, nein, nein. Der hat die Scheibe davon eingeschlagen. Jan hat auf den Feueralarm gedrückt. Das ganze Gebäude wird evakuiert, Leute. Es tut mir so leid. Oh, Scheiße, Alter. Alles gut. Alle müssen gerade aufstehen. Alle DJs und sowas auch raus, ne? Da kommt die Feuerwehr. Oh mein Boah, das muss echt scheiße sein, ne? Das muss wirklich echt ein scheiß Moment gewesen sein, Alter. Big Beileid an der Stelle, Bro. Das ist richtig teuer. Ich glaube nicht, dass er das bezahlen muss. Vielleicht ist er dagegen aber auch versichert. Das kann ich mir schon vorstellen. Hoffe ich zumindest. Ich habe wir uns eben hingehen können. Ja, wir sind in den Raum oder was? Nein, alleine? Okay. In die Polizei kommt jetzt sofort und wird alles fest. Voll. Ja, in der Eingangshalle vielleicht kurz. Ja. Ich habe jetzt den Knopf gedrückt, dann kannst du da einmal... Das war ich, ja. Haben Sie einen Ausweis da? Ja. Alter, scheiße, Mann. Boah, ganz böse Wendung, ne? Ja. Das war nicht beabsichtigt.
Nee, also du brennst trotzdem. Also. Digga, oh Junge, krass. Das war. Hauptsache direkt filmen. Ja, Bro, hätte ich auch safe gemacht. What the fuck? Nicht das allererste Festival in meinem Leben. Der gestrige Abend hat echt Spaß gemacht. Wir müssen festhalten, warum wir jetzt überhaupt schon hier sitzen und dieses Outro machen. Wir haben heute eigentlich erst Tag 2, das ist für uns aber gleichzeitig auch der letzte Tag. Und zwar hatte ich, als wir wieder zurück im Hotel waren, einen verhängnisvollen Schick. Und zwar habe ich den Feuerlauf. Oh, scheiße, Alter. Werdet ihr wahrscheinlich gerade gesehen haben. Genau. Ja. Mit und Feuerwehr und Polizei und Rettungswagen. Ja. Wir waren alle sehr fröhlich, dass das passiert ist. Fröhlich. Ja. Auf jeden Fall haben die Behörden Angst vor mir jetzt. Und die wollen nicht, dass ich das Festivalgelände erneut betrete. Das ist halt echt eine krasse Downside, ne? Also das ist halt das Ding. Ich kann die Entscheidung ein Stück weit nachvollziehen vielleicht. Zumal die Leute ja auch Jan als Person nicht kennen. Und das ist ja wirklich jetzt schon eines der schlimmsten Ticks, von denen ich jetzt selber mitbekommen habe tatsächlich. Und ich kenne ihn ja auch ziemlich gut. Ich kann leider Gottes die Entscheidung schon ein Stück weit nachvollziehen. Im Sinne dessen, dass halt das nicht unnötige weitere Kosten entstehen oder vielleicht die Allgemeinheit da irgendwie weiterhin in Gefahr gebracht wird. Das ist super scheiße, aber auf der anderen Seite, was bleibt denn für eine Wahl, ne? Digga, scheiße, Alter. Weil die Angst haben, dass es zu einer Massenpanik etc. kommt. Weil es ja auch eine Live-Übertragung ist, ne? Das wird ja alles live. Ja, ja, safe. Na. Und die haben halt Angst davor, dass halt irgendwo noch Feuerlöscher sein könnten oder Feuermelder und Jan, die wahrscheinlich sind da irgendwo Feuerlöscher und auch Feuermelder, Bro. Halt auslöst und dann irgendwie Leute Panik kriegen könnten. Wenn es wirklich gebrannt hätte und der rettet das so. Das wäre krass gewesen, ne? Genau, also das war. Janik, danke für deinen Resub, dankeschön. Gestern auf dem Festivalgelände auch keine Feuerlöscher. Riegeler 007, dankeschön für deinen Sub. Nee, aber gestern war es ja auch, wir waren dann den ganzen Tag unterwegs. Es ist den ganzen Tag auf dem Festival nichts passiert, das ist nur ein einziges Mal gestern hier im Hotel passiert. Gut, aber trotzdem. Fall, der Feuerlöscher halt, ne? Den habe ich nicht mal ausgelöst, den habe ich halt aus der Wand rausgerissen. Halt, das kann ja mal passieren. Das kann ja mal passieren. Ja, Digga, also ganz ehrlich, es ist halt einfach schwierig, ne? Ich glaube, das ist ja das Problem. Es ist halt unvorhersehbar und auch für ihn ja nicht kontrollierbar. Es ist leider, ne, sie können da ja auch nicht die komplette Haftung für übernehmen, ne? Und auf jeden Fall darf ich das Gelände nicht erneut betreten und daher wurde uns nahegelegt, jetzt nach Hause zu fahren, ne? Uns wurde es, ja. Uns wurde es wärmstens empfohlen. Um es sozusagen, wir müssen es tun. Also ich darf das Gelände nicht betreten und dann geht's daher jetzt zurück nach Köln. Und ja, in dem Sinne. Was war's denn, was ein Resümee? So generell auch von dem einen Tag. Der gestrige Abend war cool, der eine Tag war cool. Mein erstes Festival werde ich nie vergessen. Hattest du ich glaube, alle anderen auch nicht. Hattest du irgendwelche Probleme mit Lichtern oder so? Weil nee, mit Lichtern ging alles voll klar. Es ist ja alles draußen gewesen. Die Ticks haben sich beim Feiern komplett in Grenzen gehalten. Also so gut wie gar nichts. Es hat echt mega viel Spaß gemacht. War ein cooler Abend und. In diesem Sinne, Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das ist aber auch krass. Also ich meine, dafür hat es ja extra. Das hätte ich niemals gedacht. Wobei, stimmt nicht. Mir fällt gerade ein, damals in unserer Schule ist tatsächlich mal jemand mit dem Ellenbogen in den Feuerlöcher, in den Feueralarm reingeschubst worden und diese Scheibe springt wirklich ziemlich schnell. Also die ist halt wirklich, dass man da so gegenflitschen kann, wenn man das stark genug macht. Dann ist die kaputt. Das ist krass. Ich wollte gerade sagen, es überrascht mich, dass er die Scheibe so einfach durchgehauen hat. Aber klar, es wäre auch ultra dumm, wenn man die Scheibe nicht so schnell durchhauen könnte, ja, dann braucht man halt keinen Feueralarm, ne? Hat das Inzestkaff auch 2 Jahre was zu reden? Ja, ja. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ah, scheiße, Alter, scheiße. Boah, Digga, man sieht ja auch in dem Video, wie das für ihn unangenehm ist, ne? Alarm! Das sieht auch nur mir. Aber immerhin, der Alarm hat funktioniert, ne? Du Scheiße! Genau, und jetzt soll nochmal einer sagen, er spielt das. Sehe ich ganz genauso. Also spätestens das sollte, glaube ich, Beweis genug sein, dass das nicht gespielt ist, ne? Das ist ja wie damals von der Fresenius.
Das ist schon mal passiert. Das ganze Hotel einfach. Oha. Oh, Digga. Ich glaube, die Stadt hasst mich jetzt. Dieses Bild, Alter, Digga. Ja, gut. Was soll man dazu sagen, außer Bro, dass, ja, das hätte man sich sparen können tatsächlich, ne? Aber gut.